Das Jahr geht zu Ende, aber es endet mit einem Highlight. Wenn ihr Silvester feiert, dann ja meistens klassisch, zum Beispiel mit Fondue. Und genau da setzen wir an. Ich bin der Dirk Freiberger, Metzgermeister und Fleischsommelier. Freut euch jetzt auf das Finale des Burgerbaukastenjahres, den Fondue-Burger. Jetzt zeige ich euch, was im Fondue-Burger auf euch wartet. Wir haben wenige Zutaten, die aber zusammen richtig lecker schmecken. Zunächst einmal hier der große Block, jetzt noch kalt, unsere hausgemachte Käsesoße. Die bekommt ihr auch so von uns. Die müssen wir jetzt dann nur schonend warm machen unter ständigem Rühren. Unser 180 Gramm Burger Patty, Bacon und ein Bun von Hildes Backwut. Ganz klassisch, aber mit richtig viel Käsesoße wird es auch richtig gut. Also legen wir los. Als erstes schmeißen wir unseren Speck in die Pfanne, lassen den aus und dann bräunen wir unsere Brötchen drin an. Die Käsesoße könnt ihr indirekt auf dem Grill erhitzen oder auf ganz kleiner Flamme auf dem Herd. Allerdings nehmt euch da Zeit und bitte dran denken, immer ständig zu rühren, ansonsten brennt sie euch an. Ich weiß, ihr könnt es jetzt schon nicht mehr erwarten, aber den Burger gibt es praktisch am letzten Wochenende des Jahres. Das ist ja dieses Jahr der Donnerstag und Freitag vor Silvester, also am 30. und 31. Dezember könnt ihr diesen Burgerbaukasten bei uns abholen. So, unsere Burgerbrötchen sind fertig, unser Speck ist angebraten. Unsere Soße ist jetzt auch gleich warm. Jetzt kommen unsere Burger drauf. Wenn ihr nicht bis zum 31. Dezember warten möchtet, wir haben auch unseren Classic Burger Baukasten. Das ist ein Bacon Cheeseburger in unserem Programm. Klickt dazu einfach auf das i oder unten auf den Link in der Beschreibung und schaut euch den an oder bestellt ihn am besten gleich. So, jetzt kommt das Highlight und deswegen heißt das Ganze auch Fondue Burger. So, jetzt probieren wir mal diesen mächtigen Fondue-Burger. Also, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr wollt, bestellt ihn für den 30. 31. Dezember vor. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen, schmeckt richtig hammermäßig. Ansonsten, wir haben jetzt das Ende der Burgerbaukastensaison. Schreibt uns auch Vorschläge für die neue Saison, denn nach der Saison ist vor der Saison. Und jetzt, bevor mir die ganze Käsesoße verloren geht, bis zum nächsten Mal und guten Rutsch. Servus. Da habe ich ja schon lange drauf gewartet. Moment mal, ist ja gar kein Abo. Macht nichts. Abonniert ihr mich einfach, dann passt es auch wieder.